Maxi-Park-Arena war am Samstag mal nicht Heimstätte des ASV Hamm. Der Hammer Sportclub 08 war zu Besuch und feierte vor vollen Rängen 100 Jahre Sport in Berg und Westdünn. Mit dem Rückblick auf die Gründung des TV Kaiserkrone, des Vorgängervereins des TSV Berge, neben dem SC Westdünn einer der beiden Fusionsvereine, startete eine eindrucksvolle Zeitreise. WATV war vor Ort und sammelte Impressionen bei der Gala, die nicht nur durch alle Jahrzehnte des größten Hammer Sportclubs ging. Es wurden auch alle Abteilungen des Großvereins vorgestellt. Schauen Sie den Damen doch einfach mal ein wenig zu. Wir wollten Tischtennis spielen. Tischtennis? Wir spielen gerade Volleyball, wir warten auf den Gegner der Damenvolleyballmannschaft. Das sollte eigentlich auch eine Damenmannschaft sein. Ja, aber die kommen ja jetzt nur nicht. Und so ganz ohne Gegner in der Halle ist auch blöd, ne? Ich komme mal rüber. Zu Hause kann.